Da machen wir das doch. Cool gemacht. Was denn? Die Mission ist cool. Schauen wir mal, ne? Ich kenne sie ja nicht. Deswegen, ich glaube jetzt einfach mal aufs Wort. Hundi. Hier ist wieder was zum neue Schuhe. Das waren 8.500 Erfahrungspunkte mal eben kurz. Nur weil ich es entdeckt habe. Was? Ja, weil ich das da Ding in dem Gebiet entdeckt habe. Ja. War das 8.500 Erfahrungspunkte mal eben. Oh, cool. Bin doch schon da. Da vorne, also die gehört quasi mit zur Mission hier, die Brücke. Okay. Also jetzt Einleitung. Was war das hier? Schön vom LKW geknallt. So. Alter, wie das hier aussieht, ne? Ja. Wie nach einem Erdbeben. Ja. Ah, ich habe ja aber abgestürztes Flugzeug. Habe ich gerade zumindest irgendwie Gegnerstufe 28. Ja, können wir hin. Wenn wir die Outcast-Festung erledigen und die Anführerin Emmeline Shaw ausschalten, sollte das der Fraktion erheblichen Schaden zufügen. Außerdem hat Henry die Info, dass vor kurzem eine Maschinenbauerin aus der Campus-Siedlung hierher verschleppt wurde. Also halten Sie nach Gefangenen Ausschau. Vor Ihnen wampeln einige Feindziele. Das ist klar. Die sind bestimmt nicht freundlich. Alter, ach, hier ist das Flugzeug, was runtergegangen ist. Das hier sieht ja die Brücke auch so aus. Genau. What the fuck, Alter. Nur hier ist wieder ein Punkt, wo man Munition holen kann. Das ist kann. Ah, meine Inventar ist eh voll. Wenn das schon kommt, dann weiß man immer schon, was als nächstes passiert. Ja, eine ganze Menge. Ja. Dann nimm mal meine R2-D2. Na komm raus. Ich mach dich fertig. Ja, komm her. Hab ihn. Jetzt nehmen jetzt glaube ich noch einer. Ja, der letzte aber das wieder weg. Ja. Hinter die gleiche Wand, wo der eine herkam. Ach so. Haben wir ja auch eine Festung hochgebaut. Junge, Junge, Junge. Ist so, ne? Mhm. So. Alter, wie das hier aussieht. Hinter dem Rumpf des Frachtflugzeugs warten noch mehr Übeltäter. Die haben die Schüsse offenbar nicht gehört. Guck mal, wie das gemeint ist. Hier ist rein gar nichts. Warum sind wir so weit draußen auf Streife? Weil Emmeline das so will. Geh doch zu ihr, wenn es dir nicht passt. Überrascht. Ich
bin gerade so ein bisschen, deswegen bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Ich bin gerade ziemlich beeindruckt von dem Gebiet. Halte die Augen offen. Ja, das ist echt. Das ist schon cool gemacht hier mit dem. Und das soll helfen, Earl? Tut es nämlich nicht. Halt dein scheiß Maul, bevor ich es dir stopfe. Alle beide Klappe jetzt. Wenn ich ehrlich bin, bin ich auch allgemein ziemlich beeindruckt von dem Spiel, von dem ganzen Setting und allem einfach. Ja, auch diese Detailverliebtheit halt, ne? Das ist ja schon. Ja, aber das ist Ubisoft, ne? Ja, wenn man einfach mal so einfach nur durch die Gegend geht und dafür überall für Gimmicks eingebaut haben, also das ist schon cool gemacht. Oben läuft wieder so ein Scharfschütze rum. Das wird so, ist ja tot. Okay. Ha, deswegen sage ich ja, ich liebe mein LMG. Du kannst einfach die ganze Zeit nur draufrotzen. Der irgendwann fällt, der irgendwann geht er kaputt. Traut sich vor allem auch nicht mit dem LMG aus der Deckung rauszugehen, ne? 120 hatte ich, habe ich einen Schuss drauf. Also 120 Schuss hat das LMG. Nein, Zug. Ja, der Scharfschütze, der saß dann unten, ich habe die ganze Zeit nur drauf gehalten und man kam mit seinem Kopf raus und war weg. Ja. Oh, moin Leute. Hier, nehmen wir den. Aua, und wie backe ich mich hier gerade ein bisschen durch die Gegend? Okay, funktioniert. Ah, das ist ein gelber. Wo denn? Da wo Sperrfeuer gerade stand, da oben. Ah, da, okay. Ist tot. Glaube ich. Hallo, weg hier! Oh, hinter uns? Von innen aus gibt es keinen direkten Weg ins Hauptgebäude. Vom Flügel aus könnten Sie über einen Umweg entlang der Quarantänebarrikade nach Westen gehen. Der wird hier lang, ne? Mhm. Aber ich würde erstmal gerne das oben das Ding da holen. Noch das, was blau ist, nämlich doch gedroppt. Bevor ich den Weg jetzt zu hoch mache. Und hier ist noch eine Waffenkiste. Nein. Nein. Ne, ist ein normales Gewehr, aber ich brauche es nicht. Ich bin kein Fan von dem Sturmgewehr. Ich gehe lieber eher mit dem. Schön mit dem LMG oder so weit rein. Das ist eher so meins. Einfach Gewalt und. Ja. Davon ganz viel. Ja, eben. Warte mal, was hab ich da irgendwie hoch? Jetzt. Genau. Mitten in der Pampa hier. Ist so, ja. Ja, gut, die Frage ist ja, warum das Ding abgestürzt ist. Ist es abgeschossen worden? Ist es. Geschickt oder so. Mhm. Aber wenn das Gebiet so riesig aussehen, muss das ja mega groß gewesen sein. Wahrscheinlich so eine Tonne oder sowas. Ja. Weil es war ein Frachtflugzeug, hat er ja eben gesagt. Das war also kein Passagierflugzeug. Vielleicht sind sie an einer Müllverbrennung. Da sind mindestens ein Dutzend Feindziele, aber die rechnen wohl nicht mit ihnen. Richtig, du bist dran. Verdammt, jetzt bin ich dran und stirbt. Der die Treppe hochgehen wollte, der hat jetzt auch noch einen zweiten Darmausgang gekriegt. Na, los, Kopf hoch. Hinter dem Ding sitzt auch noch einer. Hinter dem, dieser gelben Absperrung. Na, ich hab keine Granaten mehr, scheiße. Oh. Wunderbar. Noch mal eine Welle.
Ja. War aber. Weil sich fast alles an einem Rutsch erledigt. Da ist. Ja, bei mir ist was. Danke, das war wichtig. Wildfire heißt du, Kollege. Na, deswegen LMG. Mhm. Das konnte ich mal quasi eben. Gut, da war deine mit dabei, aber auch mit einem Magazin direkt. Zack, 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 zack. Ich habe immer noch 45 Schuss drin. Aber ich lad nach. Hey, Bambi. Das ist Bambi. War kein Bambi. Doch, war Bambi. Das war männlich, das war ein Hirsch. Egal, haben wir zu essen auf dem Rückweg. So, Angela Woods ritten. Da oben ist einer auf dem Turm, links und rechts jeweils. Diese Typen sind wahnsinnig. Wir müssen mich hier rausholen. Ui. Oh, da steht einer, der Gatling. Ja, sehe gerade. Der große Bruder des LMG. Das ist ein komplettes Geschütz. Das ist ein komplettes Geschütz, ja. Freue mich ja schon auf die neue Spezialisierung, wenn jeder mit einer Minigun rumrennen kann. Treibstofftank zerstören? Treibstofftank. Ja, der ist da hinter dem US Army. So, da wollte mich einer gerade zur Minigun. Nö. Danke, der war auch wichtig, weil den hab ich jetzt gar nicht mitgeschnitten. So, Treibstofftank. Ich komme mit der Armbrust rein. Neuen Eingang verpasst. Von oben links kommen sie. Ja. Kommt eine ganze Kette. Zack, 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 zack. Alle weg. Da gut, kommt auch noch mehr. Wir sind alle nach und nach. Alle schön da. Ja, es ist wirklich so. Sind alle nach und nach gerade gefallen. Alle dem ersten hinterher. Ne, nimm mal den da. Jetzt wird den so. Den hat zerrissen. Ja. Angela. Der Angie. Ich hoffe, sie werden hier alles niederbrennen. Natürlich. Werden wir schon machen. Ja, ja, kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir die. Zeug ist. Oh, die quetscht sich da durch, okay. So. Sehr schön. So. Dann aufs Knöpfchen drücken. Und weiter geht die Reise. Die Version ist echt knackig, ja? Die hat auf jeden Fall was. Wir sind gleich
neutralen Bereich. Wir haben das, also, das Coole an diesen Invasion-Missionen, die sind halt so groß. Und einfach auch die Szenarien, dass es halt nicht immer nur in Häusern ist oder sonst irgendwas, sondern hier auch mal wirklich in der Pampa draußen. Ja, ich habe sich jetzt irgendwie cool. so ein mega riesen Camp aufgebaut hier gerade. Ja. Ein Sprengsatz. Boah, da vorne aufsprengen. Ja, machen wir das doch. Machen wir mal rein mit Knall. Weg. Ja, nicht schlecht. Oha. Ja, die haben uns erwartet. Elitewache. Elite hört sich immer nicht gut an. Nee, das könnte ein bisschen heftiger werden, ja. Aber könnte auch nur. Weitergehen. Danke. Ich hätte jetzt weggeboxt. So, mal wieder ein bisschen Energie nachladen. Hier durch wahrscheinlich, oder? Ja. What the fuck, Alter? Ich bring was ganz, ganz Dickes mit. Mit Kumpel. Dauer von mir! Komm, ich komm. Ja, der ist bei mir. Ich hatte eigentlich gedacht, ich wäre ein bisschen sicherer, aber irgendwie. Da bloß hast du den Typen schon erledigt. Ja, ist weg. Macht ja gleich noch sein Fußvolk. Das war die Leibwache. Evelyn Shaw. Sammelobjekt Teilgruppe vollständig. Okay, die Frage ist, was bedeutet das schon wieder? Jetzt wollen Sie es aber wissen hier. Ja, aber hallo. Allen Seiten. So. Seien Sie vorsichtig, die rechnen garantiert mit Ihnen. Alter, aber geht das immer noch weiter? Na klar, der Bossfight muss ja noch kommen. Eine Gruppe Feindziele bewegt sich zu einem Boot an der Ostküste. Sie begleitet eine offenbar unbewaffnete Person. Wenn Emmeline uns entkommt, finden wir sie nicht so einfach wieder. Sie müssen das Boot aufhalten. Oh, willst du hier ein bisschen? Nee, Digga. Hallo, aufwachen. Der ist kaputt. So. Da ist ein Rucksackanhänger. Hier am Badge. Mal gucken, wo der bei dir liegt. Da rechts einen kleinen Nachtschrank hier oder so. Das Ding hier, ne? Ne, mitgenommen, Ampullen mit Proben. Genau, das ist ein Rucksackanhänger, was wir dann bimseln. Finden Sie einen Weg zum Wasser, das Boot darf nicht losfahren. So. Munitionieren. Feuer spielt man nicht. Aua. Leid.
Ich. Okay. Voll Feuer. Oh, die haben auch so Spielzeuge. Mhm. Gut, das war der Munition gerade, aber mein Ding ist nicht cool. Hat noch nicht abgelegt. Offenbar tanken wir es gerade auf. Große Tanks an beiden Seiten des Bootes. Diese Tanks sind das Primärziel. Was ist so. Jetzt wird's richtig knackig. Das wird nicht wahr. Ist nicht ohne jetzt. Ah, wir bleiben mal kurz hier in der Deckung. Drüben ist nämlich mittig ein Gatling. Mal unbedingt darauf achten, dass da immer kein Gegner kommt. Genau, da schießt er nicht schon. Ah, siehst du da hinten rechts den roten Treibstofftank? Was ist der roten Treibstofftank? Ja. Da kannst du mal die ganze Zeit drauf ziehen, bis das Ding kaputt ist. Dann komme ich nicht in der Zeit in die Gegner. Ja, ich muss mich so an einen anderen Punkt orientieren. Also, oh, er hat ein bisschen was mitbekommen. Ah, die halten ein bisschen was aus. Ja, ich muss an einen anderen. Du kannst aber auch den Turm hier hochklettern, da ist ein Gatling drauf, da oben. Genau. Der weiße Turm da? Ja, auf dem Boot hier, oder hier was? Hier vorne bei mir. Die eine. Ich hatte den weißen aber am Kopf. Okay. Hör mal, Dicker. Lass mich in Ruhe. So. Und hier, da vorne. Und da oben, wo diese Pappschacht vorher da oben steht, da ist ein Gatling. Genau, wenn du mir genau da sagst, weil ich sehe gerade nicht, wo du genau bist. Warte, ich bring den noch hier schnell um. Ich wäre jetzt auf das andere Boot gegangen. Da hinten. Das weiße. Nee, das müssen wir noch nicht. Das müssen wir gleich zerstören. Aber genau hier, wo ich stehe, hier ist eine Leiter. Und oben ist ein Gatling drauf. Genau. Und du stehst jetzt hier die Leiter, okay. Die hier, ne? Und da oben ist ein Gatling. Und dann kannst du schön auf den Tank draufzimmern. Guck ich, dass hier keine Laufkundschaft kommt, die dich behindert. Er ist weg. Sehr schön. Das gleiche geht links auch nochmal. Neue Welle. So. Violett ist kurz, wenn es versiebt. So. Hätte es noch Charge-Schütze oder so. Ja. Das ist ja der zweite Tank jetzt. Hier bei mir, hier hinten. Gerade wo das zweite LMG ist. Hier ist das. Stehe. Ja, ich komme von meiner Seite aus nicht dran, oder was? Weiß ich nicht. Nee. Also musst du das hier nehmen. Warte, dann komme ich zu dir rüber. Genau, dann decke ich hier vorne. Wenn das klar kommt. Hier auf diesen. Ah, ich sehe es. Den zweiten Tank. Wo ist denn der zweite LMG? Auf dem Manager wahrscheinlich, ne? Nee, hier, direkt oben auf dem Schrank drauf. Oben. Ja, mache ich das eben kurz. Mehr oder weniger. Okay.
das Boot zerstört. So, die Motorluke zerstören. Genau. Komm auch aufs Boot, da kommen erstmal welche. Oh, da kommt ein Dicker. Ja, ich gehe mal zum LMG gerade, weil das vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist. Und dann spare ich mir ein bisschen Munition. Gut. Das ist schon was Feines. Das hat er gesagt zu spielen bekommen. Der zweite, der hinter saß, direkt auch. Oha, da oben ist auch nicht. Komm ich aber nicht dran. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er gerade weggegangen, jetzt ist er tot. Dann kannst du mal aufs Boot gehen. Da müsste jetzt ein kleiner Steg sein. Ja. Und die Motorluke zerstören. Mhm. Deck ich dich von hier unten. Einer zum Park. Ja, das mache ich aber. Warte mal, komm ich im LMG eigentlich da dran? Ja, mein Gott. Ich kann gerade nicht. Ja, verdammt. Okay, das geht nicht. So drauf schießen soll ich, ne? Knöpfchen drücken. Wahrscheinlich das Ding zerstören, ne? Ja, C4 anbringen. Müssen wir noch haben von vorhin. Oh, 13 Sekunden. Ja, ich weiß auch wie. Feuerwehr! 5-4. Ab in die Wildnis. Verdammt, ich wollte das Loot da oben noch holen. Da ist nämlich noch rosa. Geht, glaube ich, gleich runter. Ja, da ist noch rosa Loot drauf. Na egal. Dann ist das leider so. Geht da mit unter. Ja. Hier noch irgendwas rum. Ja, da kann ich leider nichts dran mit ändern. Ich will das Zeug plündern. So, jetzt. Sehr gut. Ich komme nicht auf das Schiff wieder drauf, ne? Ohne dass ich jetzt zerstöre direkt, oder? Kannst du es probieren. Versuch's mal. Aber ich glaube, das Feuer ist ein bisschen hart. Bitte klappen. Nee, wird nicht klappen. Nee, egal. Scheiß was drauf, ist das einfach jetzt so. Kann ich jetzt leider nicht dran erinnern. Aber war eine coole Mission bisher auf jeden Fall. Ja. Das muss man mal sagen. Zurück. Wollen wir hier nochmal Munition holen? Der Marker falsch, weil hier beginnt nämlich die Mist. Also hier ist die. Ja. Da geht's weiter. Ja. Genau, so war nämlich wieder bei der kaputten Brücke. Ja.
Genau so ist es. Da müssen wir hier hoch. Da ist ein Gegner noch. Oh ja. Zwei sogar. Links daneben ist noch einer. Ja. Was hat das so Erfahrungsgebote gebracht, dass ich fast Level 26 mittlerweile bin? Also es sind nur noch 4 Level. Ich habe jetzt fast 2 Level gemacht. Ja, ist halt eine große Mission, ne? Große Mission halt. Hm. Deutlich mehr Erfahrungspunkte. Ja. Junge, Junge. Wie denn alle her hier? Hey, hier ist ein Geschütz. Ah, ich musste. Ich kam nicht rechtzeitig in das Auto wieder. Agent am Boden. Oh, der steht direkt an dir. Bitte nicht. Oh. Ja. Jetzt muss ich mal meinen Charakter jetzt aufbauen. So, 3,6, 5,2. Noch. Ja, kann ich jetzt mal die ganze Scheiße wegtun. Brauche ich nämlich nicht. So, ein bisschen Kleinzeug wieder machen. Zack. Gut. Nehmen wir den Scheiß hier mit. Ich noch eine Waffe noch. Gut, und dann machen wir hier mal Feierabend. Dann, oh, da ist noch Loot. Warte mal. Würde sagen Feierabend auf jeden Fall. Genau, machen wir Feierabend und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gucken, was wir da als nächstes machen. Hier oben ist. Ah, Roosevelt Island. Okay, das haben wir. Das ist ja das, was wir gerade eben komplett gemacht haben. Ja. Wie sie im Auffanglager am Potomac Blutbeutel in Kisten leerten. Finden Sie heraus, was Sie planen und halten Sie sie auf. Genau, dann müssen wir hier nämlich als nächstes hin. Oder würde ich gerne als nächstes hin. Das sind jetzt ein paar Meter, klar, sind 500 Meter geht ja noch sogar. Und ja, dann machen wir hier mal. Theoretisch auch. Welches Level bist du jetzt? 26? 28. 25, fast Level 26. Aber gucken wir mal. Wie viel. Wie viele Erfahrungspunkte brauchst du fürs nächste Level? Gute Frage, nächste Frage. Noch 4600. Okay, also nicht mehr so viel. Nö, überhaupt nicht, oder? Das ist 4000, 40.000 oder 40.000? Ich habe 24.300. Ne, ach Gott, noch mehr. Oh Gott. 37.000. 45.000. Ja. Macht. Genau. Gut, dann würde ich sagen, hier machen wir wirklich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir da oben nämlich weiter mit dem Potomac Relief Camp. Zumindest voraussichtlich. Vielleicht kommt da noch was dazwischen.